Manager 2019, Fußball mit Thiel Fakti und ja, Fußball mit dem HSV hoffentlich. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen an der Taktik gefeilt, bei den Ecken und so weiter. Wart ihr ja noch dabei, ansonsten habe ich die Anweisung nochmal überarbeitet, weil er hatte auch da wieder was verstellt, obwohl ich das gespeichert hatte. Woran das liegt, kann ich nicht sagen, aber ich finde das ja ein bisschen suboptimal, wenn der ständig deine taktischen Einstellungen verändert. Und ich weiß auch nicht, wer die verändert. Was soll denn das? Irgendwas läuft hier auf jeden Fall noch grundlegend schief. Buric ist Trainer bei Greuther Fürth, Schiri der Partie heute Lasse Koslowski. Und wenn man das so sieht, ist eigentlich Greuther Fürth in besserer Form. Die haben 1:0 gegen Heidenheim gewonnen, 3:1 gegen Kiel, 2:1 gegen Paderborn, 1:1 gegen Mainz und 0:0 gegen Ingolstadt. Haben sie gegen Mainz in der Verlängerung gewonnen, oder was? Das wäre natürlich ein Hammer, wenn die im Pokal weitergekommen sind gegen Mainz. Da das wieder ein Spitzenspiel ist, würde ich sagen, rotieren wir heute eigentlich fast gar nicht. Und rotieren dafür beim nächsten Spiel gegen Dynamo Dresden. Binsheimer kommt wieder rein für Kibrit, der kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber auch nicht überragend war. Steinmann. Häupte und Hand gefallen mir aber eigentlich so weit. Gehen zwar auch so ein bisschen am Zahnfleisch, aber das passt. Wie sieht es bei der Kurs aus? Immer noch hohes Verletzungsrisiko. Wann will der das denn mal abstellen? Bates nehmen wir erstmal mit. Und dann gehen wir direkt rein. Wu Jung hat ja im letzten Spiel war der beste Spieler, aber ja, der beste von vielen schlechten, leider. Hoffen wir mal, dass wir das jetzt gegen Fürth besser machen. Mit hoffentlich kurzen Ecken von beiden Seiten. Bei Fürth kann ich direkt sagen, diese Offensive ist Hammer. Also Abu Shabaka, Ex-Herthaner, den verfolge ich seit er von Hertha weg ist. Ja, RB Leipzig und jetzt hier zu Greuther Fürth verliehen. Der rockt hier sowas von im Game. Julian Green, Ex-Hamburger, unter anderem Caligiuri, Roberto Hilbert, Sascha Burchard, Ex-Herthaner. Also da sind schon viele Namen, die man kennt. Kein Wunder, dass die gerade so weit oben dabei sind. Da werde ich auch noch mal ein bisschen in die gegnerischen Anweisungen gehen. Denn Reese soll auf jeden Fall eng gemanagt werden, genau wie Abu Shabaka. Die werden beide auch hart gepresst und hart getackelt. Und wir locken beide auf den schwachen Fuß. Julian Green hart getackelt und auf den schwachen Fuß lenken. Zudem bitte auch in enge Manndeckung nehmen. Atanga wird bei denen als bester Spieler angezeigt. Deswegen gehen wir auch da hart an und sagen auf den schwachen Fuß. Und das sollte es gewesen sein. Ich hoffe, der übernimmt die auch. Liefert für die Fans ein tolles Spiel ab. Heute eine saubere Leistung, aber ich erreiche die Spieler nicht. Das gibt's doch gar nicht. Sonst klappen die Ansprachen recht problemlos immer. So, hoffen wir mal, dass die Anweisungen geblieben sind. Schau zur Sicherheit nochmal rein. Da. Jo, hat er so gemacht. Wunderbar. Dann würde ich sagen, auf geht's. In den komischen roten Trikots gefällt mir nicht so wirklich. Jong macht direkt mal Bekanntschaft mit Hilbert. Wird sicherlich ein interessantes Duell sein.
Und dann schauen wir mal, was so geht. Wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz. Jairo, Jong, gute Flanke, aber Burchard. So, dann zeigen wir mal Leidenschaft hier. Wittek auf Green. Wieder Wittek, Ideguchi, Wittek mit viel Platz. Muss zurück auf Ernst, Ideguchi, Ernst, Ideguchi, Ernst. Ideguchi mit Platz, Green, Green, Green. Da darf ich den Ball niemals durchstecken, das kann mal fett ins Auge gehen, Freunde. So, es hat angefangen zu regnen. Witte, Green, Reese und Ecke. Also Kräuter führt besser in der Partie wieder mal. Ich weiß nicht, warum wir jedes Mal den Anfang der Partie so verschlafen. Das ist krass. Und dann wieder ein Foul beim Hinaufsteigen zum Kopfball. Ab, kann den Ball noch retten, wird umgesägt, aber Pellegrini macht den nochmal scharf, kommt durch auf Jairo. Hey! Da wird der Winzheimer von hinten einfach umgegrätscht. Was ist denn los bei dir? Schöner Ball. Ja, schade. Jairo, jetzt haben wir sie kurz gespielt. Ja, wunderbar. War auch nicht viel besser. Bissig spielen oder auch nicht. Aaron Hunt beim Freistoß, aber kein Problem für Burchard. Das war schon ein bisschen schwach. Dietmeier solide, aber der Ball bleibt natürlich wieder beim Gegner. Wie soll es auch anders sein? Und die spielen uns schon ganz stufgerecht, würde ich sagen. Wir kommen nie wirklich in die Situation, richtig in die Pressingzone zu kommen und den Ball mal zu erobern. Und dann kriegt Kräuter Fürth einen Elfmeter, oder? Ja. Oh mein Gott, ey. Das war so unnötig. Mit zwei Mann standen die da und Abu Shabaka macht natürlich. Meine Fresse, ey. Sind wir in der ersten Krise oder was? War natürlich souverän geschossen. Es muss eine Antwort her. Das ist schon wieder kein Foul, ey. Schiri. Meier, das ist Verzweiflung. Und das ist ein Abseits. Mann, ey. Das ist frustrierend, ey. Das gibt's auch gar nicht. Zeigt doch mal Moral, ihr Penner, ey. Das hat doch schon mal hingekriegt. Auch der Ballbesitz hier. Warum kriegen wir keinen Ballbesitz? Ich verstehe es einfach nicht. Mann, 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 ey. Jetzt zeigt meine Reaktion, ey. Was ist denn los? Nix. Nix. Die Kräuter Fürth, ey. Beim besten Willen. Sorry. Da erwarte ich mir schon, dass wir hier mal ein bisschen mehr das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und mal ein bisschen was hier versuchen. Aber wir versuchen ja gar nichts. Wir dümpeln hier nur rum wie die letzten Trottel. Schneller! Ich hab den angewiesen! Wir sollen den Ball schnell wieder nach vorne kicken. Ist das so schwer? Meilen weiter neben mir. Darren Hunt 6,2. Grottig. Young auch nicht gut unterwegs.
obwohl er von den Noten her noch einer der besten war. Direkt dreifach Wechsel hier, ich gehe jetzt Risiko. Pellegrini, Jatta, wieder ruppiger Zweikampf, aber der Schiri sagt fair. Mitte, Zentrum, wie kann man das Zentrum so offen lassen? Und dann geht der Diekmeier auch nicht zum Ball. Komm, was ist los? Wo ist hier die Offensive? Es ist nichts. Mehr. Burchard mit einer guten Parade oder nee, er ist wieder auf die Latte getippt. Das sieht immer aus, als würde der Torwart halten, aber gibt immer Abstoß. Tja, läuft wohl auf eine Niederlage hinaus. Zwei gefühlte Niederlagen hintereinander, ein Unentschieden und eine richtige Niederlage. Komm, nächstes noch irgendwie ein Punkt, aber jetzt werden wir auch noch aufgekontert. Da ist schon wieder die Chance, den zurückzuholen. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn jetzt meine Ansprache? Kommt sie hier oder was? Scheinbar in Luft verpufft. Holtby, könnte der letzte Angriff sein. Gibt nochmal eine Ecke. Och, dann pfeift er das wieder ab, ey. Das gibt's nicht. Warum hat er es jetzt abgepfiffen? War es abseits oder was? Das kann nicht wahr sein, ey. Das war's wohl. Ja, wir kriegen den Ball nie wieder in der Zeit. Hallo, ihr wisst schon, dass ihr da Druck machen müsst, ne? Aber guckt ruhig zu, wie Kräuter 40 den Ball hin und her spielt. Halle. Mach keinen Stress beim Einwurf. Lass dir Zeit, Pellegrini, du Pfosten, Alter. Boah, ist das frustrierend, ey. Das ist zu wenig, da bleibe ich dabei. Das ist einfach hinten und vorne zu wenig. Ist ja nicht so, dass wir sagen können, wir haben alles probiert, aber hatten kein Glück. Nee, so ist es nicht. Es war zu wenig. Ja, nehme ich auch kein. Sind Sie besorgt über schwache Form während seiner Leihe? Ja. Hallo, ich will nicht. Ja, muss ich auf jeden Fall was ändern. Ich bin jetzt mega enttäuscht. Ich überlege vielleicht auch an der Taktik was zu ändern, denn irgendwie brauchen wir mehr Ballbesitz. Ich werde mal schauen, was sich da machen lässt. Wenn ihr da irgendwelche Ideen für habt,
schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt leider nicht viel Zeit bis zum nächsten Spiel, 4 Tage nur. Wenn ich da jetzt an der Taktik was ändere, da wird sich leider auch nicht viel bis dahin einstudieren lassen. Aber ja, ich werde mal schauen, ob ich die Taktik ändere oder ob ich da was mache. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt, wie man hier in der zweiten Liga solide kickt und auch mit Ballbesitz, den man eigentlich spielen könnte, wenn wir feine Techniker haben. Und Abo da lassen, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Glocke aktivieren, damit es auch wirklich nicht euch irgendwas entgeht, damit euch nicht wirklich irgendwas entgeht. Und zu guter Letzt, in der Videobeschreibung stehen sämtliche nützliche Infos, wie zum Beispiel ein Link, wo ihr das Spiel kaufen könnt, ein Link, wie ihr mich unterstützen könnt, mit ein bisschen Kleingeld, Trinkgeld und natürlich auch meine Links zu meiner Homepage, Facebook, Twitter und so weiter, falls ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, zwecks euren Spielstand, dass ich da mal drüber gucke und schaue, was ihr so für Arbeit gemacht habt. Ich sag damit danke nochmal fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part und letzten Part dieser Aufnahmesession.